zuvor. Und ich dachte, hey, mach doch diese Challenge, die du die ganze Zeit machen wolltest. 24 Stunden in einem Auto zu sitzen. Wenn ich es nicht schaffe, 24 Stunden am Stück in diesem Auto sitzen zu bleiben, ohne rauszugehen, dann lösche ich ein Video von meinem Kanal. Ich habe zwar im Wetterbericht geschaut, es gibt keine Minusgrade heute Nacht, aber es wird trotzdem kalt. 24 Stunden ist eine lange Zeit, wenn man sie richtig verwendet. Guten Tag. Ich hätte mal was dabei. Nailed it. Und die Audioqualität wird wahrscheinlich gerade in den Keller gegangen sein, weil ich zur GoPro wechseln musste. Ich sitze halt hier rum, mach gar nichts. Das ist aktuell mein Leben. Hallo? Hi. Kannst du mir einen Gefallen tun? Hm? Kannst du vielleicht den Kamera-Akku anschließen und mir dann morgen früh, wenn du in die Arbeit fährst, sozusagen mir wiedergeben? Kann ich machen. Du hättest da echte Kerzen nehmen können, dann wäre es ein bisschen warm. Ja, und ich würde das Auto abfackeln. Oder oh. Was? Also wirklich, was denkt sich Papa? Echte Kerzen? Möchte er, dass das Auto noch kaputt geht, wie es schon ist? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Tee noch irgendeine Wärme hat. Ich werde mal nachgucken. Würde sowieso nicht schaden, ein bisschen Wärme wieder zu kriegen. Weil ich meine, ich schätze, aktuell sind die Außentemperaturen wie im Kühlschrank. Also könnte ich auch so gut 24 Stunden im Kühlschrank verbringen. Das würde keinen Unterschied machen. Ich muss sagen, obwohl es natürlich schwer ist für mich, weil ich es im Winter mache, ist es auch leichter für mich, weil ich es auf dem Parkplatz vor unserem Zuhause mache. Wenn ich irgendwo hingefahren wäre und mich hingestellt hätte, was ich gar nicht hätte machen können, weil meine Mutter funktioniert nicht, aber wenn ich die Challenge im Sommer gemacht hätte, irgendwo anders als zu Hause, dann hätte ich mal nicht schnell irgendwas besorgen können, was ich brauche, was ich vergessen habe. Aber ich glaube, Papa kommt wieder. Ich sehe ja nichts, weil... Naja, die ganze Scheibe ist beschlagen, aber schauen wir mal. Hallo? Tag. Mai. Hui. Mai Shi. Gute Nacht. Nee, noch nicht. Aber fast. Gemeinheit, die beiden, die werden jetzt wahrscheinlich Abendessen, meine Lieblingsserie gucken und entspannen. Ich währenddessen kann einem Teelicht zugucken und meinen Tee schlürfen. Oh, ist der warm. Oh. Oh, schau mal. Bist du die Decke? Du bist die Decke. Wo ist hier ein Ende? Das heißt, irgendwo da unten ist auch eine kurze Seite. Hier. Die muss da runter. So. Jetzt bin ich doppelt eingemümmelt. Im Sitzkissen und unter der Decke. So ist das doch gemütlicher. Es kommt nicht sehr oft vor, dass man die Möglichkeit dazu hat, einmal nur das zu machen, was man möchte. Zum Glück habe ich diese Möglichkeit ein klein bisschen mit diesen YouTube-Videos. Denn die Welt steht mir offen. Ich könnte jedes beliebige YouTube-Video machen, das ich möchte. Ob seriös oder Comedy, ob Info-Video oder Challenge, vollkommen egal. Ich kann machen, was mir in dem Moment gefällt. So, wir haben, glaube ich, 9:33 Uhr. Ich bin jetzt mittlerweile seit fast
8 Stunden in diesem Auto. Und um ehrlich zu sein, mittlerweile finde ich es deutlich bequemer wie vorher. Scheint seltsam, aber ich meine, ich habe ungefähr 4 Schichten an. Ich habe mein T-Shirt, ich habe meine Jacke, Schlafsack und meine Decke. Ich bin richtig schön eingekuschelt. Bevor ich schlafen gehe, gibt es auch eine Sache, die ich machen muss. Ich hatte 4 Tassen Tee. Es ist Zeit. Also entschuldigt mich, während ich kurz die Kamera ausmache, denn das geht euch wirklich nichts an. Yay, bin fertig und es hat nur ungefähr 6 Minuten gedauert. Ja, ich werde dann schlafen, denke ich. Zumindest schlafen probieren. Ich weiß noch nicht, wie gut das funktioniert bei der Kälte. Zum Glück glaube ich, dass es nicht kälter wird wie jetzt. Also wir sind bei schätzungsweise so vielleicht 0 Grad ungefähr. Und wenn es nicht kälter wird, damit kann ich leben. Ich schätze, während ich hier die Lehne runter tue, erzähle ich ein bisschen über die Ansicht meiner Eltern dieser Challenge gegenüber. Beide meinten, aber es ist doch so kalt und komm doch rein, fake doch zumindest die Nacht. Aber ich mache das hier nicht für Video-Content. Ich meine, es gibt so viele andere Möglichkeiten als 24 Stunden in einem Auto zu leben. Aber ich mache das Ganze, weil ich mir selber die Challenge setzen wollte. Ich wollte selber herausfinden, wie schwierig ist es, 24 Stunden an einem Ort gefangen zu sein. Bisher muss ich sagen, es ist zwar schwierig, aber möglich. Und so werde ich die Nacht verbringen. Ich werde mich nicht umziehen, ich habe gar keine anderen Klamotten dabei. Ich bin sowieso extra in Jogginghose. Also dann, gute Nacht, schlaf gut. Ja, du auch. Na, solltest du aufwachen, es soll total kalt sein, ne? Also weiß ich Bescheid. Ist keine Schande aufzuhören. Natürlich. Na, alles klar. Jo. Bis denn. Jo, bis morgen. Jo. Ciao. Ciao. Hab ich's nicht gesagt. Es ist keine Schande, aufzuhören. Ja, nur dass ich ein beliebtes YouTube-Video löschen muss. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Also dann auch an euch. Gute Nacht. Guten Morgen. Also es ist momentan 8:25 Uhr. 8:25 Uhr, das heißt 10, 11, 13, nicht mehr ganz 5 Stunden. Genauso wie ich es geplant hatte. Aber leicht wird es glaube ich nicht, weil wie man sieht, es ist immer noch kalt und alle Scheiben sind zu, heißt ich kann auch nicht zeichnen. Ich kann ein Buch lesen, wahrscheinlich. Aber es ist verdammt kalt. Immer noch. Es ist kalt. Thank you.
Kühlschrankfrische. Hallo. Hallo. Morgen. Morgen. Es sind 4 Stunden und 20 Minuten noch. Ja. Du, ich melde mich gleich wieder bei der Klingelstelefon. Ah, okay. Na, okay, ciao. Ich glaube, es wird einfach jetzt 4 Stunden Radio, 20 Minuten aufräumen und dann raus hier. Ich habe hier noch diese Walnüsse in der Tüte drin gehabt. Keine Ahnung wieso, ich habe ja keinen Nussknacker dabei. Probieren wir sie mal zu knacken irgendwie. Etwas weniger als 2 Stunden übrig. Mittlerweile bin ich mir eigentlich sicher, dass ich das hinkriege, weil ich aber sonst nichts zu tun. Außerdem, ich habe noch genug Snacks, ich habe ganz viel zu trinken noch da. Und ich glaube, ich habe jetzt schon seit 1,5 Stunden auf meinem Handy gesurft bei 1% Akku. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Die Scheiben sind immer noch beschlagen, aber zumindest wird die Temperatur jetzt wärmer, also wird es auch mittlerweile angenehmer. Ich glaube, ich könnte sogar die Decke loswerden. Oh, Platz, bewegen. Oh, ich glaube, ich habe meine Füße nicht mehr seit Stunden bewegt. Oh. So, und wie sich rausstellt, in diesem relativ feuchten Auto zu schlafen, sorgt dafür, dass man am Tag danach nochmal aufs Klo muss. Ich habe gehofft, eigentlich kein Mal zu gehen, aber ich war gestern schon einmal und ich werde jetzt wohl nochmal gehen müssen. Sozusagen vielleicht zweites Frühstück / Snacks / Vormittagessen. Müsli-Riegel. Fängt es an zu graupeln. Hallo? Was soll denn das? Du hast so kalt. Nee, so kalt ist es nicht mehr. Genau so schon. Ich hab's schon kälter gehabt. Mach gut. Ich hab's im Auto auch schon mal kälter gehabt. Toll. Naja, noch etwas mehr als eine Stunde vor Schluss und jetzt fängt es an gescheit zu graupeln. Sammelt sich schon auf dem Scheibenwischer bei der Windschutzscheibe. Hoffentlich wird es aufhören, bevor ich hier aussteige. Nur noch eine halbe Stunde bis zum Ende der 24 Stunden. Und ich glaube, so ganz langsam wird es Zeit, den Müll hier im Auto mal aufzuräumen. Weil ich habe da so ein bisschen Zeug rumliegen, überall. Und das an sich dauert schon relativ lange und ich möchte nicht länger in diesem Auto verbringen, als ich eigentlich muss. Aber zuerst muss ich aus diesem Schlafsack raus. Zwei, jetzt. Sag einmal. Raus. Und jetzt die Füße wieder. Oh. Freiheit meiner Beine. Und ich habe Füße. Wow. Also was war mein Fazit nach ungefähr 23 Stunden in diesem Auto? Es ist eine, nennen wir es, interessante Challenge. Und viele haben sie schon gemacht, aber viele haben sie auch schon geschafft. Aber es ist nicht so leicht, wie es in den Videos immer aussieht. Am liebsten würde ich selbst jetzt sofort aus dem Auto aussteigen, weil es ist einfach
sinnlos, in einer gewissen Weise hier weiter zu sitzen und es zu machen. Würde ich diese Challenge nochmal machen? Nein, auf keinen Fall. Selbst wenn das Wetter schön ist und mehrere Leute dabei sind, mit denen man es zusammen machen kann, es gibt bessere Wege, 24 Stunden gemeinsam zu verbringen, als in einem Auto zu sitzen und, naja, nichts zu machen. Es wird für mich schon schwierig, wahrscheinlich ein gutes Video draus zu machen, weil ich einfach so viel Bullshit gefilmt habe in diesen 24 Stunden und das dann in ein anschaubares Video zu machen, welches nicht allzu lang ist, wird relativ schwierig. Aber macht euch keine Sorgen, ich krieg das schon irgendwie hin. Kleine Situation. Einen Schuh habe ich an, aber den zweiten finde ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, ist der unterm Sitz oder ist der woanders? Jetzt wird's unbequem. So, ich habe meinen zweiten Schuh gefunden und ich glaube, ihr hättet bei dem auch ein bisschen suchen müssen. Ich zeige euch nämlich, wo er ist. Es ist soweit, Leute, noch eine halbe Minute ungefähr und dann sind die 24 Stunden vorbei. Was eine langweilige Challenge. Und deswegen freue ich mich so sehr drauf, den ersten Schritt wieder in die Außenwelt zu tun. Da ist er. 24 Stunden in diesem Auto. Ich glaube immer noch nicht, dass ich das wirklich gemacht habe. Pff, Mann ey, was eine kalte, langweilige, nervenaufreibende Challenge. Das ist nie mehr. Nie mehr mache ich das. Gott sei Dank ist es vorbei. Und wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet, ich habe was zu erledigen. Und so verbrachte Jochen die nächsten 4 Tage in seinem Zimmer an seinem Handy und Computer. Also alles wieder beim Alten.